Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich, hier aus der nördlichsten Polarregion der Welt. Guckt euch das an, ist das nicht schön? Ja, so, also. Beginnen wir mit der Übertragung der Neuigkeiten. Also, wir haben jetzt hier heute bei Mamas Geheimnisschatulle, altmodische Geheimnisschatulle, nach wie vor den Mythic Rhine. Schauen wir mal hier in den Shop rein. Wie sieht's hier aus? Nach wie vor Dr. Zoidberg, nur noch 2 Tage, 17 Stunden übrig. Das ist nicht mehr viel Zeit, die mir noch bleibt. Aber gucken wir mal. So, was haben wir hier noch? Gingerbread Sketchbox nach wie vor. Mit Gingerbread Sculptor, Ark, Sketch, Mr. Twilly, Ghost Boy, Eugene Welcher und Lois Griffin. Eine ganz gute Box. Aber ist eben Kunst und naja, von Kunst halte ich jetzt nicht ganz so viel. Also zumindest nicht in diesem Spiel. Hat sich sogar gereimt. Seht ihr mal. Sollen wir mal die Karten rein? Ist alles immer noch gleich. Dann sind wir auch schon in der Combo Mastery für heute angelangt. Schauen wir doch mal hier rein, was wir da so haben. Hier haben wir, ups, das war zu früh. Hier haben wir den Soda Chugger. Und der Soda Chugger ist das, was ich eben gerade eingeblendet habe. Das ist eine Louise mit Slurm. Also völliger Nonsens, diese Karte wird kaum jemand von euch jemals gesehen haben, also diese Combo, geschweige denn wird er sie noch mal sehen. Also diese 500 Gems können wir uns ganz gemütlich sparen. Die braucht kein Mensch. So, also die brauchen wir schon, aber nicht dafür. So, sorry. Anders sieht es natürlich ein klein wenig aus beim NRA-Member. Der ist natürlich ziemlich geil. War früher schon, ganz am Anfang, Anfangszeit, hier mit einer Rare Professor Farnsworth Karte, kam da hinten schon was richtig Gutes bei raus. Mit Pantry Guns zum Beispiel 12-fach Punch, 8-fach Bombe, 13-fach Gas. Das ist schon relativ stark, auch hier mit dem Rifle war es jetzt noch nicht ganz so stark, ne. 8-fach Punch, 5-fach Bomber und 8-fach Gas. Aber auch da, also wenn man da noch ganz am Anfang war, war das schon relativ cool, muss ich sagen. Jetzt schauen wir uns den ganzen Spaß mal in der Mythic-Version an. Und dann werdet ihr relativ schnell verstehen, dass das Ding hier in der Mythic-Version schon eine ziemliche geile Kombo ist. Hier haben wir mit Pantry Guns 19-fach Punch, 23-fach Angriff, 13er Bombe und 20-fach Gas. So, und das ist natürlich schon richtig, richtig geil. Also da sind wir schon bei 41 Angriff im First Hit plus noch das Gas, was mit Sicherheit auch durchkommen wird. Da sind wir schon bei 61 Schaden im First Hit. Das überlebt eigentlich keine Karte. Das heißt, das Ding hier ist schon richtig geil. Aber Nachteil dieser Combo: sie macht tatsächlich nur Sinn mit einem Mythic Professor Farnsworth und mit der legendären Pantry Guns. Leider gibt es keine andere legendäre Waffenkarte, die da in den Pool mit reingenommen wurde. Und damit ist das Ding hier auch schon wieder für die Katz. Also, buff, weg damit. So, auch die nächste Combo ist ehrlich gesagt recht durchwachsen, ist der Uncle Teddy. Den hatten wir inzwischen schon ein paar Mal gehabt, auch hier wiederum mit Slurm. Gut, da kommt natürlich da unten ein 26er Burger bei raus, aber sorry Dude, das brauche ich nicht, dafür muss ich keine 1000 Steine ausgeben. Also das ist Käse. Deswegen packe ich mir keine Slurm-Karte ins Deck. So, und das Letzte, was wir jetzt hier noch haben, ist Peggy Unplugged. Und Peggy Unplugged ist auch so ziemlich die miserabelste Kombo, die es für die Peggy gibt.
Das ist nämlich einfach nur hier mit Cripple. Und da unten, gut, haben wir 23-fach Cripple All mit der Mythic-Version und der Furzschule für Hochbegabten. Aber das war es dann auch schon gewesen. Also heute nichts Gescheites am Start. Sorry Leute, tut mir leid. Ich würde euch gerne was anderes sagen. Aber lohnt sich nicht. Spart euch die Steine. Nach dem Siege wird der ein oder andere ja, zumindest die Hälfte der Gilden wird ja wieder mal was mit hinzubekommen. Und bei den anderen, naja, müssen wir mal schauen. Also, bei uns werden beide Gilden ihre Matches gewinnen. Finde ich gut. Letztes Mal sah es ja nicht ganz so toll aus. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben, dann schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Animation Throwdown. Mit mir dann gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.